Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum neuen Tagesausblick-Video hier auf CMC TV zu CMC Espresso an diesem 28. November. Es wird ruhiger zugehen, Feiertag in den USA, aber die USA haben hier dann doch nochmal vorgelegt vor Thanksgiving. US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch ein Gesetz unterzeichnet, dass hier die Proteste und die dort protestiert in Hongkong, ja, eine gewisse Legitimität gibt, denn die USA haben ein Hongkong-Gesetz unterschrieben, das jetzt den USA die Möglichkeit gibt, Sanktionen umfangreich gegen Hongkongs Regierung einzuleiten, gegen China auch einzuleiten, gegen alle, die dort aus Sicht der USA verantwortlich sind, hier möglicherweise auch gegen Menschenrechte zu verstoßen. Das wird jetzt per Gesetz vom Kongress untersucht, jährlich überprüft, und dann soll auch der Stadtstaat-Status von Hongkong überprüft werden. Also hier ein weiterer Hebel, so wird es jetzt von den Märkten auch gesehen, den die USA auch im Handelskonflikt hier gegen China in Stellung bringen könnten, ein Druckmittel. Zero Hedge hat getwittert gestern, dass mehrere Banken hier bereits empfohlen haben, dass China von den Handelsgesprächen zurücktritt. Wir haben ja jetzt alle gewartet, dass die Phase 1 unterzeichnet wird. Wir haben immer wieder Lippenbekenntnisse gehört. Ja, wir sind dabei, wir formulieren sogar schon den Gesetzestext für diese Phase 1 und so weiter und so fort. Und das gerät jetzt ins Stocken. Der DAX aktuell 44 Punkte im Minus, weil auch jetzt natürlich hier sich alle in Stellung bringen. Hongkongs Regierung, die derzeit die Situation versucht zu beruhigen, sieht die Beziehungen zu den USA als beschädigt an. Die Opposition in Hongkong, die freut sich natürlich, weil sie sich bestätigt fühlt. Wir sehen hier also eine Einmischung der USA in Themen, die dann doch Peking als eigene Themen ansieht. Die Global Times ist die Zeitung, die hat hier sich auch zu Wort gemeldet. Ja, ist ja nicht überrascht, weil die USA Hongkong zum eigenen Vorteil nutzen wollen. So sieht man das da, und dort sieht man auch bei der Global Times die Gefahr, dass eben Trump und die US-Regierung Hongkong und das neue Gesetz auch als Druckmittel eben verwenden werden im Handelsstreit, um hier China zum Einlenken in gewissen Fragen und Forderungen, die gestellt wurden, zu bewegen. Chinas Außenministerium meint, diese Versuche seien zum Scheitern verurteilt, und China verurteile das Gesetz und werde Gegenmaßnahmen einleiten, so heißt es in der Nacht. Trump versucht zu entschärfen, er sagt, er wird ja nur Teile des Gesetzes nutzen, wenn überhaupt. Und so geht es jetzt hier die ganze Zeit hin und her. Der Markt macht hier, nutzt das Ganze, setzt das um in einen Rutsch, jetzt um 46 Punkte, also im Falle vom DAX. Und hier ist nun ein Widerstand entstanden bei der 3303. Wir hatten einmal hier am 19. November einen Fehlausbruch nach oben. Seither kann dieser Widerstand bei 13303 nicht überschritten werden. Der Fehlausbruch hier am 19. November diente dem Abarbeiten quasi von einem großen Ziel. Das lag bei 13381. Da wurde der Markt zurückgewiesen. Ja, jetzt wird es in den nächsten Tagen darum gehen, wenn wir in Richtung 13.041 gehen und das Risiko dafür wächst, wenn wir die 13.303 nicht überschreiten können. Und wenn wir dann, wenn wir die 13.041 testen und da wir kein neues Hoch hier gemacht haben, dann hier drunter schließen per Tagesschlusskurs, dann wäre ein 1-2-3 Trendwendemuster entstanden. Soweit ist es noch nicht. Wir sind quasi in der gleichen Situation wie gestern, wie vorgestern, wie vorvorgestern. Wir müssen abwarten hier im Big Picture, im Tageschart, auf Signale. Bisher ist es einfach nur eine Seitwärtsbewegung. Man muss aber jetzt konstatieren, dass der Markt hier nach oben erst einmal nicht weitergekommen ist. Das kurzfristige Bild im 1-Minuten-5-Minuten-Chart und auch im Stundenchart vom DAX und auch vom S&P 500 werde ich mir ab 9 Uhr im Livestream anschauen. Ich freue mich, wenn Sie einschalten. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen und schönen Handelstag, und ja, starten Sie gut in diesen 28. November. Machen Sie es gut. Ciao.